Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play WarioWare Get It Together. Im letzten Part haben wir die Technologie-Mikrospiele von Dr. Krieger gespielt und jetzt können wir den ersten Remix machen. Ich sag den ersten, weil ich mir denken könnte, dass es noch weitere Remixe gibt. Zumindest war es in anderen WarioWare-Teilen so. Und da dürften jetzt einfach alle bisherigen Mikrospiele halt durcheinander vorkommen, was dann gar nicht so einfach wird, weil ich dann noch mehr umdenken muss. Aber das kriegen wir schon irgendwie hin, hoffe ich mal. Oha, guck mal, eine Lore! Okay, damit sind wir gleich eine ganze Ecke schneller unterwegs. Können bitte Dribble und Spitz reden und irgendwas sagen? Da-di-da-da, perfektes Echo für Karaoke hier. Mike! Hallo Mike. Mike, dieser von Dr. Krieger erschaffene Karaoke-Roboter singt für sein Leben gern. Er kann es nur nicht allzu gut. Dann soll das vielleicht sein lassen. Aber nee, wenn man ein Hobby hat, muss man es ja nicht unbedingt gut können. Wenn es einem Spaß macht, kann man es ja trotzdem gerne machen. Ich Let's Play ja auch, obwohl ich nicht immer so der Beste bin. So, okay, er kann sich bewegen und nach oben schießen. Wunderschön. Das ist Musik in meinen Ohren. Okay, aber es ist auch wieder ein frei fliegender Charakter, der noch zusätzlich einen Fernangriff hat. Eigentlich sehr, sehr ähnlich wie Dribble. Dribble kann halt nur nach rechts schießen, Mike kann nur nach oben schießen, aber trotzdem frei fliegend ist immer gut. Und deswegen, ja, Mike sieht auch ganz gut aus, würde ich sagen. Oho, Mike, du kommst am besten gleich mit uns mit. Jawohl, Dr. Krieger. Schade, ich wollte mehr singen. Yay, so, Mike ist dabei. Ja, jetzt bei den Remixen, da kommen ja keine neuen vor. Ja, komm, nehme ich noch einmal den Vollidioten und mal noch 18 Volt auch. Das wird jetzt Chaos. Es geht los. Es geht los. Ich hoffe, dass Mike einfach oft vorkommt. 18 Volt ist ja auch in bestimmten Spielen okay, aber in anderen halt wiederum nicht. Beschützen. Okay, da ist er gut. Respekt. Wenn man irgendwas zerstören muss, ist 18 Volt einer der besten. Es geht los. Ah, 9 Volt. Okay. Ja. Das ist halt wirklich wichtig, dass man auch mit ihm rechtzeitig trifft, weil wenn man halt da daneben schießt und den Ring nicht erwischt, dann fährt er noch weiter und landet dann eventuell rechts am Ende. Das ist echt gemein. Ja. So, okay. Einmal den Ring grabben, das geht. Kein Ding! Okay, passt. Ja, das Gute ist ja, dass ich wirklich bisher, sorry, vergessen wir wieder, dass ich wirklich bisher alle Mikrospiele auch gezeigt habe und deswegen kenne ich halt jedes einzelne, weil wenn man es so machen sollte, dass man bei der Story, die nur so Larifari quasi spielt und man jedes Level nur einmal spielt bis zum Boss, hat man ja nicht alle Mikrospiele gesehen, das geht sogar teilweise gar nicht. Okay, ich habe das mittlerweile jetzt auch, das ist ziemlich gemein mit ihm, mittlerweile auch gelernt, weil man kann am Empfang des Handys sehen, das zeigt nämlich auf das richtige Ding. Und da ist man dann hin und da ist dann der Empfang gut. Also es wird einem angezeigt schon, was das Richtige ist, ja. Genau, wenn man eben, okay. 9 Volt bewegt sich auch echt voll schnell, also es ist richtig schwierig mit ihm, das dann genau abzupassen, finde ich. Das ist so viel schwieriger mit ihm, das ist heftig. So, ich komme nicht dazu, das zu sagen, was ich sagen will. Wenn man bisher nicht alle Mikrospiele gespielt hat, dann wird man hier eventuell schon Probleme haben. Okay, passt. Weil halt dann komplett neue vorkommen, die man noch gar nicht kennt quasi. Aber ich kenne ja schon alle. Und deswegen kann ich mich ja ganz gut anstellen, auch mit 9 Volt. Aber ich finde wirklich, 9 Volt bewegt sich sogar zu schnell. Ich fände es besser, wenn er langsamer wäre. Dann kann man zwar vielleicht bei manchen Situationen nicht so gut entkommen, aber man kann zumindest mit dem Jojo dann immer gut treffen. Und das kann man halt aktuell nicht, weil er so schnell ist. Schau jetzt mal an, wie schnell er ist. Okay. Hier, das ist eines der einfachsten Mikrospiele. Einfach nur das eine Ding da treffen, die eine Knopfblume da und fertig. Reicht hoffentlich. Okay, sehr gut. Spammen ist auch easy mit 18 Volt. Wie gesagt, das ist eines der einfachsten überhaupt, finde ich. Aber mit 9 Volt ist es unfassbar schwierig, weil er so schnell ist und man diesen einen kleinen Punkt treffen muss. Das ist echt krass. So, aber ich habe mich trotzdem ganz gut angestellt. Beim Boss kommt auch einfach irgendein Random. Okay, und zwar Mario World. Finde ich aber cool. Finde ich sogar sehr cool. Ist leider ein bisschen witzlos mit einem fliegenden Charakter. Wie gesagt, das mit Cricket mit Abstand am besten. Ich soll aber froh sein, dass ich hier nicht 9 Volt bekommen habe. Mit dem wäre das absoluter Müll. Wie so vieles mit 9 Volt absoluter Müll ist. Ja. Aber es wundert mich, dass es hier Level 3 ist. Fällt mir gerade auf. Weil alle anderen bisher waren, glaube ich,
die Level 1-Version von allen Mikrospielen. Ich glaube schon, ja. Also es wird, wie gesagt, bin ich mir recht sicher, noch später andere Remixe geben, die auch dann schwieriger sind, sogar ziemlich brutal vielleicht, wo dann vielleicht wirklich sogar nur Level 3 Sachen vorkommen und wo man vielleicht nur ein Leben hat oder sowas. Sowas gab schon. Und deswegen, das könnte vielleicht noch später sein. Aber hier, der Boss war jetzt auch schon Level 3 zumindest. Aber die anderen waren nicht die Level 3 Version, bin ich mir recht sicher. Ja, aber gut. Passt. Dann machen wir sogar aber heute noch einen weiteren Abschnitt gleich. Würde ich sagen, weil beim Remix jetzt nichts allzu Besonderes war. Den werde ich auch nicht nochmal spielen, weil da habe ich ja schon alle Mikrospiele gesehen, weil es da gar keine neuen gab. Ja. Gut, wir sind noch intakt. Yeah! Zeit für einen Song. Yay, Mike ist dabei. Okay. Ja, und Mike wirkt auch ziemlich gut, finde ich. Ein fliegender Charakter mit einem Fernangriff noch in irgendeine Richtung ist ziemlich gut, finde ich. Okay, nice. Ja, dann fangen wir noch an mit dem nächsten, weil das ist immer am coolsten. Die Remixe sind ganz in Ordnung, finde ich, aber ich finde neue Abschnitte immer cooler, wegen neuen Mikrospielen halt. Und hier sind Cat und Anna mit dem Thema Tiere. Genau, sie haben immer Tiere als Thema. Und die kenne ich sogar auch schon aus der Demo, das Movement von den beiden. Und die haben kein so mega geiles Movement, aber nicht so schlimm wie 9 Volt. Wir machen auf jeden Fall mal. Auf geht's! Können bitte Dribble und Spitz wieder was sagen? Hia, Kia! Ha! Hey, das seid ihr ja, genau, denn sie bouncen immer, unaufhörlich. Ahem, was soll diese Hüpferei? Womöglich verrenkt sich mir gleich noch der Hals. Es ist eine Katastrophe, unsere Beine machen das von ganz alleine. Hehe, halb so wild, das liegt an unseren Super-Ninja-Kräften. Warum sagen denn Dribble und Spitz nie mehr was? Diese Zwillinge sind Kindergartenkinder und zudem Ninjas. Cat ist einen Tick älter als Anna. Mhm. So, und ich spiele mit Cat, die nur nach rechts schießen kann, ähnlich wie auch Dribble. Das finde ich ein bisschen schade, dass man im Singleplayer nicht auch mit Anna oder mit Spitz oder Spitz spielen kann. Aber na gut. Genau, sie kann eben nicht nach links schießen, nur nach rechts. Also, sie ist sehr ähnlich wie Dribble, aber schlechter, würde ich sagen, weil Dribble kann einfach frei fliegen und sie springt halt immer die ganze Zeit und das ist schon etwas schwieriger dann. Aufgepasst, irgendein komisches Ding ist in unseren Level gesprungen. Helft ihr uns, es loszuwerden? Gerne. So, ich nehme mal nochmal Mike, weil den fand ich auch ganz gut und Mona habe ich schon länger nicht mehr genommen, glaube ich. Achso, ach, 4 darf ich jetzt sogar schon nehmen, okay. Ich muss sogar 4 nehmen. Dann halt nochmal Cricket als normaler Springer. Ja, der sich selber aussuchen darf. Cricket hat dafür keinen Fernangriff. Es gibt einige Mikrospiele, wo ein Fernangriff ein riesengroßer Vorteil ist. Aber dafür halt nicht frei springen zu können, ist nicht so einfach. Tierrausch! Die Tiere sind alle böse geworden. Schlafenszeit. Doppelstern. Löwengetöse. Okay. Yay. So, fliegen lassen. Yeah. Oh, der freut sich. Aber ich freue mich auf coole neue Mikrospiele mit den süßen Tieren hier. Vertreiben. So, weg mit euch. Okay, kenne ich auch schon aus der Demo. Genau. Und die Tiere, die immer updancen im Hintergrund. Und die wir alle wieder gut machen. Umdrehen. So. Nein, dreh um. Das hat jetzt nicht mehr gezählt, weil die nicht mehr auf dem Boden war. Komm. Da hat eine Millisekunde gefehlt. Achso, ja. Weg damit. Okay, puh. Muss wirklich ganz weg sein. Schön im Katzenklo verstecken. Okay. Ah, falsche Seite. Nein, doch. Geh doch raus jetzt. Ah, ich wollte schon sagen.
Okay, aber das war sogar eine Mission, die ich geschafft habe. Irgendeine. Das ist gar nicht so einfach, genau die beiden da zu füttern. Okay. Ist halt wie immer bei neuen Mikrospielen, dass man erstmal ein bisschen verkackt. Ah, okay. Das ist richtig geil. Kann er seine Zunge nicht selber bewegen? Nia? Okay. Bam! Oh, sehr schön. Okay, ja. Ich weiß nicht, wie man das jetzt anhalten konnte. Einfach dagegen spammen? Keine Ahnung. Weg. Yay! So, ein bisschen Photosynthese. Ganz wichtig. Also manchmal ist es auch Natur. Was? Was war nicht da? Kuh. Okay. Die Katze ist durchgedreht. Oh Gott. Ja, okay. Achso, es war jetzt nicht. Okay, ich dachte, ich müsste die Bäume herbewegen. Oder halt die Büsche da herbewegen, aber ich musste. Um Gottes Willen. Okay. Ja, das ist mit ihr nicht so einfach. Das ist mit dem Fliegen viel einfacher. Aber ich musste den Kopf von. Oder den Hals von der Giraffe bewegen. Wo muss der hin? War das richtig? Ja, okay, passt. Nein, nicht vollgecodet werden! Könnte ich die auch abschießen? Das muss man austesten. So, Boss, okay. Ey, jetzt warte! Genau hinsehen. Um Gottes Willen. Muss ich mir jetzt das wirklich merken? Okay. Krokodil, Flamingos, Elefanten. Krokodil hatte Fleisch im Maul. Zwei Flamingos, zwei Elefanten. Frage 1. Im Wasser war. Ne, Elefanten waren im Wasser, oder? Ah, ich weiß schon nicht. Puh. Das habe ich. Den Hintergrund habe ich mir gar nicht gemerkt. Ich habe mich nur auf die Tiere konzentriert. Scheiße, das ist ja übel schwer. Okay. Zebra. Ach, so ein Merkspiel haben die, das kann ich ja überhaupt nicht. Oh Gott, und das ist erst Level 1, ich finde das schon ziemlich schwierig. Genau, ja. Oder Alligator, ich weiß nicht, was der Unterschied zwischen Alligator und Krokodil ist, ehrlich gesagt. Das ist ganz oft bei Tieren so, dass ich bei den genauen Zahlen keine Ahnung habe. Ich weiß auch, das habt ihr mir schon 100-mal geschrieben und ich habe mich da auch schon 100-mal informiert, aber ich vergesse mal wieder, was der Unterschied zwischen Tintenfisch, Krake und Oktopus ist. Das ist für mich alles dasselbe. Oder Krabbe und Krebs ist für mich genau dasselbe. Alligator und Krokodil ist genau dasselbe für mich. Also, da kenne ich mich oftmals nicht aus, aber so genau wird es hoffentlich nicht sein. Warte. Aber trotzdem schon gemein, allein, dass man sich auch das Wasser merken musste. Weil da war ich mir echt voll unsicher. Weil das hätte halt zum Krokodil auch übelst gut gepasst. So, deswegen war ich mir voll unsicher. Yay, Mission erfolgreich! Mhm. Aber da waren ganz coole Mikrospiele dabei. Die von Cat und Anna mochte ich eigentlich immer ganz gerne. Weil da süße Tiere immer dabei sind und sowas. Man da lustige Dinge machen muss, das ist eigentlich immer ganz cool. Okay. Oh. Und da wird es dann Sport geben, schätze ich mal. Jimmy. So, Jimmy T, genau, Jimmy T heißt er sogar, mit Sport, genau. Das ist immer sein, und hier ist Orbulus, oder, nee, Orbulon heißt er nicht, Orbulus, okay, mit Kultur. Aber bei ihm ist es, geht's immer um Wissen, eigentlich, quasi. Also da muss man immer einen hohen IQ haben, was ich natürlich habe. Auf den freue ich mich auch schon, weil die sind auch immer ziemlich cool von ihm, finde ich, die Mikrospiele. Und Ashley, ich glaube, Essen hatte sie immer, genau, ja. Aber ich will ganz gerne nochmal mit Cat und Anna spielen und noch die restlichen Mikrospiele sehen. Na los, wie immer eigentlich. Dann wird der Part heute vielleicht ein bisschen länger sogar, weil wir ja den Remix auch noch hatten, aber das passt schon. Nochmal die beiden. Wario. Krygor und Triple und Spitz, würde ich sagen. Ja. Freili. Okay. Los geht's. Auf Orbulon freue ich mich deswegen auch schon, weil den kenne ich aus der Demo auch schon. Zwar nicht wirklich seine Spiele, vielleicht ein, zwei oder so. Aber ich kenne ihn als Charakter, sein Movement schon. Rein da. Okay. Ach, okay, die. Yay, und sie freuen sich! Die haften an mir fest und ich muss sie dann da reinbringen, okay. Weil er hat nämlich, finde ich, das beste Movement von allen Charakteren, würde ich sagen. Weil das ist übelst krass, was er anstellen kann. Das ist richtig heftig. Aber sehen wir noch. So, jetzt. Okay. Yeah! Wie sie abgeht. Ja, weg damit. Okay, das ist aber gar nicht so einfach teilweise, weil das die Physics da komisch sind, finde ich irgendwie. Okay. Yay! Nicht von einer ekligen Spinne aufgefressen werden.
Da war der Hintergrund voll schön, übrigens. Das war wunderschön. So. Vertreiben! Okay. Genau, den Frosch hätte ich nicht vertreiben dürfen. Denke ich mal zumindest. Ja. Ja, okay, einfach da dagegen. Also es ist einfach nur eine Spam-Aufgabe. Ja, das gibt's ja manchmal auch. Aber das ist ein bisschen gemein, weil es wirkt halt nicht wie eine Spam-Aufgabe. Es wirkt so, als müsste man da irgendwas Spezifischeres machen. Man muss aber einfach da dagegen hauen. So, rüber. Bam! Das finde ich so geil, wie der zuschlägt, der Eisbär. Das ist richtig cool. Ja, hoch damit. So, reinlaufen lassen. Und... Schön Zunge im Kreis drehen. Sieht zwar ungesund aus. Das ist halt so dumm, ne? Wir müssen die Zunge von ihm ein bisschen anheben, aber er kann sie selber so im Kreis bewegen einfach. Achso, ja, mach. Okay. Okay, einrollen bewirken ist. Okay, also einfach nur irgendwie auch dagegen. Ja, das ist natürlich mit Waage geschenkt. Das ist halt wirklich nur mit springenden Charakteren schwierig. Mit fliegenden ist es gar nicht schwierig. Kann ich jetzt... Okay, die kann man zerstören. Ja, also Mike hat es hier sogar am einfachsten, weil er nach oben schießen kann. Ja, okay. Okay. Yay! Und wieder nur eine Spam-Aufgabe. Mhm. So, und Boss? Bitte, warte. Aber wenigstens ist beim Boss quasi egal, was für einen Charakter man hat, weil man ja nur Antworten eingeben muss. Also da spielen sich quasi alle gleich. Okay. 5 Papageien. Einer bewegt sich mal auf und ab. Schlafender Affe. Oh Gott. 5 Zebras Apfel. Ach du Scheiße. 5 Papageien, einer flieht, schlafender Apfel, 5 Zebras Apfel. Okay. Ja, Löwe. Bei den verschiedenen Affenarten bin ich mir zum Beispiel auch unsicher, deswegen sage ich gar nicht, was das für eine Affenart ist. Ich sage einfach Affe, weil das immer richtig ist. Zebra. Mhm. Völlig richtig. Boah, ich habe überhaupt keinen Bock auf Level 3 hier vom Boss, wenn ich mir dann 50 verschiedene Sachen merken muss. Ja, gesprungen eigentlich nicht. Er war in der Luft, er ist halt geflogen. Das ist ein bisschen blöd, finde ich, die Frage. Mit ist gesprungen, weil der ist nicht gesprungen, der war in der Luft. Wenn ein fliegendes Tier allgemein mit den Flügeln schlägt, um an Höhe zu gewinnen, dann springt es nicht. Springen ist vom Boden weg. Ja, egal. So. Bietze, batze, batze, bietze. Bietze, batze. Ich liebe ihre Voice Lines. Die sind cool. Also, wenn man das Voice Line nennen kann, das Bietze, batze, was sie da sagt. Okay. So, aber wir haben noch nicht alle Nico-Spiele gesehen, es fehlen noch welche. Achso, ja. Der Hase hat ein bisschen zu viel gegessen. Aber gut. Achso, okay, einfach die wegmachen. Okay. Ja. Nein! Oh Gott, geh rüber jetzt. Nein! Komm, das war doch... Ja, letzte Sekunde. Da hat man auch sehr, sehr viel Zeit. Weil das ist übel schwierig, finde ich, das genau zu steuern. Das ist richtig schwierig. So, umdrehen. Ja, ich liebe die Schildkröten. So, weg. Ite, bitte, warte. So, das mit ihr auch ziemlich einfach. Super Ninja! Yay! Jetzt geht's rund. Genau hinsehen. Was war nicht da? Okay, ja, hier. Okay, ja, das ist halt... Oh, wie die alle abgehen. Bisschen gemein, dass auch alle schwarz-weiß ist und einige Tiere sind, die auch viel schwarz-weiß an sich haben. Einfach nur, wenn man sie schwarz-weiß darstellt. Dalmatiner oder Kühe oder sowas oder Zebras. Bam. Yeah! Warum kommt da ein Klo eigentlich mal raus? What the... Ach komm, ernsthaft? Das ist aber ein bisschen gemein, dass man da Schaden nimmt. Hm. Naja. So, anhalten. Okay. Der Hund draußen. Warum hat er so komisch geschaut? Ja, das waren immer noch nicht alle. Obwohl wir jetzt schon ein paar neue hatten. So, zack, spammen. Jawohl. Wir müssen halt auch nicht am Boden sein. Genau, einfach nur beide halt einmal treffen. Okay. Okay, schön abtimen. Mhm. Ist wie gesagt mit Cat und Anna am schwierigsten. Von denen, die ich dabei habe. Aber trotzdem. Okay, nice. Die ist sogar auch noch neu, aber immer noch nicht alle. Krass. Spammen. Let's go. Okay.
So, ein Boss. Aber ist ja, wie gesagt, egal mit welchem Charakter. So, jetzt, ach du Scheiße. Warum ich? Genau hinsehen. Ich versuch's. Ah, was? Springende Affe. Zwei Zebras. Schlafendes Krokodil. Das geht ja sogar. Springender Affe, zwei Zebras, schlafendes Krokodil. Okay. Es sind gar nicht mehr Tiere geworden, die ich mir merken musste. Es wird einfach nur was abgedeckt. Das ist sogar dann gar nicht so schlimm. So. Das ist wirklich gar nicht so schlimm. Weil ich habe erwartet, dass ich jetzt, dass halt jetzt vier Gruppen von Tieren kommen würden, die ich mir merken müsste. Aber es sind immer noch nur drei Gruppen von Tieren. Und das geht eigentlich dann. Ja. So. Mhm. Easy. Zack. Nee. Mhm. Und jetzt noch, wer ist auf- und abgesprungen? Frage 3. Nee, doch nicht. Flamingo war nicht da. Yay. Ja, dann geht's eigentlich wirklich. Bei Level 3 wird dann vielleicht links und rechts so ein Blatt sein, was mir die Sicht versperrt. Aber ich muss mir immer noch nur drei Sachen quasi... Also man muss sich ja eigentlich mehr als drei Sachen merken, weil man sich auch die Anzahl merken muss und ob die irgendwas Besonderes machen, die Tiere. Aber trotzdem, es sind nur drei Gruppen von Tieren, die ich mir eben merken muss und das geht dann. Ja. Also da habe ich Schlimmeres befürchtet. Okay, nice. So, ich stelle mich sogar aber ganz gut an bei den Spielen hier von Cat und Anna, finde ich. Da habe ich bei Dr. Schweiger mehr Probleme gehabt, bei seinen Mikrospielen. Aber ich will jetzt nicht zu vorlaut sein, weil sonst fähle ich jetzt gleich. So. Ich liebe die Gesichtsausdrücke, die sind ja so geil. So, Ize-Bize-Batze. Also rein von den Animationen her ist das eins meiner Lieblings-Mikrospiele bisher. Oh Gott, das war jetzt riesengroß. Was hast du denn zu essen bekommen? So, die Katze auch mit dem Daumen hoch, aber die Schildkröten sind so viel cooler. Achso, ja, halt, sorry, nicht dich. Mach halt! Was? Ja, ich habe ja nicht nach links schießen können. Wie hätte ich das überhaupt machen? Ich bin doch sogar dagegen gesprungen. Wie hätte ich das überhaupt machen können? Das war ja voll fies. So ein Scheiß, Mann. Naja. Ja, ich schaff's nicht mehr wahrscheinlich bis zum Boss. Ich sehe schon. Alter, das ist aber... Das ist ja übel scheiße, das Minispiel. Weil wenn man die befreit hat, muss man einfach sofort... Okay, wenn man die befreit hat, muss man einfach sofort weggehen, weil man ansonsten eventuell sich an der Zunge dann verbrennt. Das ist ja richtig scheiße. Ja, das ist echt richtig gemein. Also das ist mit einem Charakter mit Fernangriffen, wenn man das weiß, dann geht's, aber sonst ist das richtig, richtig fies. Das Minispiel oder Mikrospiel. Hm, na gut. Okay. Pinguin war da. Okay. Oh, ah. So, 5 Stück noch. Ja. Achso, ja, die will natürlich kein Fleisch. Ach komm, da habe ich nicht drauf geachtet. Mann! Nein, komm! Oh Gott, oh Gott. Yeah! Geile Mucke legt er erstmal auf. Geh hoch. Nein, warum? Ich hasse es. Warum habe ich den nicht hochbewegen können? Ja, ich habe ihn abschießen müssen, aber abschießen ergibt doch keinen Sinn. Es ergibt doch mehr Sinn, den von unten her nach oben zu bewegen. Mann! Yay, Entchen zur Mama! Achso. Ah, okay, mitnehmen und dann dahin. Okay, jetzt haben wir alle gesehen. Es nervt mich aber immer noch so sehr, dass ich es gerade nicht geschafft habe. Es war so klar einfach nur. Wo ich zuvor vor allem noch gesagt habe, oh, ich stelle mich ja gerade voll gut an. Mann. Puh, das war knapp. Ich habe wieder nur ein Leben. Es ist... einige Spiele bei Level 3 mit Cat oder Anna vor allem sind fucking unmöglich, sage ich euch. Die sind echt nicht so toll. Ah, man kann die weghauen, die Dinger. Ja, dann macht das ja doch voll einfach. Okay, na gut. Schlafendes Krokodil. Zwei Elefanten essen. 5 Giraffen. Okay, Krokodil. 2 Elefanten, 5 Giraffen. Schlaf, essen. Nichts. Frage 1. Okay. Elefanten. Okay, ich habe auch mehr Antwortmöglichkeiten. Das macht's auch schwieriger. Aber das mit den Blättern ist ja dann wirklich kaum eine Schwierigkeit, wenn man die einfach weghauen kann. Na gut. Frage 2. Ja. Mhm. Ja. So. Was war am meisten? Frage 3. Oder was war gar nicht zu sehen? Doch, ja. Giraffe. Yay, easy. Okay.
Huh. Also es war jetzt direkt der nächste Versuch, aber wie gesagt, knapp mit nur noch einem Leben. Also Cat und Anna sind, sie sind nicht so ultra, es gibt Spiele, wo sie sehr gut sind, aber es gibt auch Spiele, wo sie ultra scheiße sind. Wo das halt so ein riesen Nachteil ist, dass sie ständig auf- und abbouncen einfach nur. Und die dann fast unmöglich sind, finde ich, mit ihr. Also es ist echt interessant. Das ist ein bisschen wie mit 18 Volt, nur dass Cat und Anna schlechter sind als 18 Volt, würde ich sagen. Weil 18 Volt hat ja auch Spiele, wo er übelst gut ist, aber andere, wo er übelst schlecht ist. Und bei Cat und Anna ist es auch so, nur noch extremer, würde ich sogar sagen. Aber gut, dann würde ich erstmal sagen, was hier für diesen Part von Let's Play WarioWare Get It Together. Beim nächsten Mal haben wir wieder die große Auswahl. Und hier mag ich eigentlich alle drei Charaktere ganz gerne, aber ich hätte auf Obolon am meisten Bock. Weil ich eigentlich seine Mikrospiele immer ganz cool finde, wo man so nachdenken muss und Intelligenz haben muss. Mal gucken, ob ich mich da blamieren werde. Wahrscheinlich schon. Und vor allem Obolon, sein Movement ist halt absolut insane einfach nur. Und deswegen würde ich dann, glaube ich, beim nächsten Mal ganz gerne mit ihm weitermachen. Ja, okay. Also dann, Leute, eben bis zum nächsten Mal.